Jo Freunde, hier ist Niron hier mit einem etwas anderem GTA-Teil. Ja, ich will euch einfach mal zeigen, was so bei meiner Online-Session hier hauptsächlich abgeht, da Twitch gerade ein bisschen bei mir rumspackt. Ich meine, ich muss hier runtergehen auf wie viel? 0,7 MBPS, also Megapixel, irgendwas halt. Und das ist halt, die Qualität ist ziemlich irre, sag ich mal. Und deswegen will ich einfach jetzt mal hier eine Aufnahme machen. Und bin ich nicht bereit? Ich bin bereit. Einfach mal eine Aufnahme machen und euch zeigen, so was ich hier so alles online-mäßig mache. Ich will ja eigentlich, weil ich hatte eigentlich ja vorgehabt, immer über Twitch zu streamen. Aber das will irgendwie nicht so. Also wie gesagt, wegen der Qualität ist das halt ein bisschen ärgerlich. Und obwohl ich eigentlich mehr drauf habe, das Internet hier bei mir. Also bei mir habe ich immer fast Standbild. Deswegen ist es einfach ein bisschen doof. Und deswegen werde ich jetzt mal hier. So. Da oben habe ich einen gesehen. Okay, wahrscheinlich ist das einfach eine Map, die habe ich mich nicht drauf gespielt. Zeig mir eine Map. Wahrscheinlich ist das einfach so, wo die dann mal von hinten, mal von vorne spawnen, wo es eigentlich jetzt mal hier so wirklich so ein Dings gibt. Was ich eigentlich irgendwie schade finde. Was ist das hier? Ja, Kumpel, die ist cool, gell? Jetzt sterb hier nicht weg, ey. Du bist so dumm. Muss einfach ein bisschen hier aufpassen. Das ist mal der übelste Camper. Von hinten, also. So. Finde ich den besseren Überblick. Hä? Ja, das ist eigentlich auch doof. Es gibt eigentlich nur zwei Wege. Du kannst eigentlich nur durch Fernkampf hier gewinnen. Okay. Ah, das ist ein Gegner gewesen. Ich habe ihn gesehen. Hinter dir. Gut, ich bin da gerade nicht irgendwie Hilfe groß für meinen Kollegen hier. Aber hier ist eigentlich die perfekte Position. Ich müsste mal hier mal aufballern. Hier mal einen Abgang runter. Zack. Wow. Jetzt mach dich hier mal ein bisschen drauf. Hier hinten gucken. Ich meine, eben hat mich einer hier waghalsig von hinten abgeräumt. Da guckt mich einer. So.
geil, das geht also auch. Da oben. Was ist mit ihm los? Ich muss halt nur aufpassen auf den Hinterhalt. Da darf ich halt nicht reinlaufen. In so einen Hinterhalt! Das ist ja volle Kanon praktisch irgendwie. Ach shit. Okay, der hat mich wahrscheinlich schon um die Ecke gesehen. Ich habe bisher die ganzen Kills gemacht. Was? Schießen, ey. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Jo, ein Schuss tot. Was ist das denn? Wie unfair ist das denn? Ein Schuss, ich war weg. So, ich schleiche. Ach, da schwimmt einer. Wie geil ist das denn, ganz ehrlich? Alter, ich krieg den aber nicht. Doch. Okay, pass du auf, ich gehe hier lang. Die Map ist aber auch scheiße. Die könnten hier eigentlich überall sein. Klettert jetzt einer hoch. Dann sollte ich vielleicht nicht von der Seite kommen, oder? So, hab ich ihn auch geholt. Immer nach hinten. Hier hoch. Okay. Da oben, ja. Hab ich auch gesehen, Idiot. Da auch mal einen Kill gemacht, das freut mich. Was ist eigentlich mit dem anderen los? Der macht irgendwie gar nichts von dem, oder? Sein Kollege. Das Einfache hier ist halt wirklich bei dem Dings, dass du hier so eine geile Zielhilfe hast. Du brauchst eigentlich nur R2 drücken und abknallen. Und abschießen. Mehr musst du hier eigentlich wirklich nicht machen. Der Typ spawnt hinter mir. Das heißt, wir müssen jetzt von der anderen Seite kommen. Ach, jetzt hier kommen als... Also Faxen hier. Ach. 10-2 habe ich.
Also 10 Kills. Okay, ich dachte schon, ey. Der andere hat so, meine ich natürlich. Ui, noch gewonnen. Alles klar, ja, wie gesagt, so geht's halt bei mir ja ab. So geht's ab, ne? Im Online-Modus von GTA. Ich versuche halt überall mal zu gewinnen, weil für die Trophäe Numero Uno. Oder heißt die so? Numero Uno, ja. Wie ihr sehen könnt, es lief ja eigentlich ganz cool. Ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal im Stream oder so. Ich tu dir eigentlich bei jedem Video in die Beschreibung posten. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt ruhig dabei sein. Ich habe da echt nichts dagegen. Da bin ich sehr flexibel. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier mal Cut. Ich mache mal noch mal ein bisschen weiter. Stream noch ein bisschen mit schlechter Qualität. Und gut. Dann war's das und bis zum nächsten Mal. Nironi ist out.